Den Berchtesgadener Weg an der Watzmann-Ostwand oberhalb des Königssees. Diese Route wollte der erfahrene Bergsteiger aus NRW gemeinsam mit zwei Begleitern begehen. Bei der Tour ließen sie sich von GPS-Daten führen, die das Trio auf einen falschen Weg leitete. Als sie den Fehler bemerkten, wollten sie zurücksteigen. Für den 42-Jährigen endete es mit dem Tod. Das ist ein Kletterunfall, ja. Ja, er hat einfach Pech gehabt, weil er in dem Gelände, wo sie waren, da einfach das richtig problematisch ist. Also man kann da nicht unterscheiden zwischen festen Felsen und losen Felsen, die einfach nur in so einem steilen Schrofengelände, wie sie durchs Gras durchsetzt, wie sie, ja, man weiß eben nicht, hält der Fels oder hält er nicht, und der hat halt leider nicht gehalten. Der Watzmann, andächtig, imposant und 2713 Meter hoch. Er forderte schon über 100 Todesopfer. Viele ließen am zweithöchsten Berg Deutschlands ihr Leben. So wird am 12.06.2021 ein 21-jähriger Bergläufer tot am Watzmann gefunden. Nur einige Wochen später kommt eine 39-Jährige hier bei einer Wanderung vom Weg ab und stürzt in den Tod. Und dann, nur drei Tage später, kommt ein 59-Jähriger in der Ostwand ums Leben. Roland Krasker ist Bergsteiger und Kletterer. Er ist in Hallen und im Gelände unterwegs. Auch den Watzmann kennt er, hat auch die Ostwand bestiegen, wo der 42-Jährige verunglückt ist. Sehr bekannte Tour ist, wie gesagt, so mit der Klassiker. Klettertechnisch nicht so schwer. Allerdings den Weg zu finden, ist völlig normal, sich da zu verlaufen. Deswegen sollte man einen nehmen, der Ortskenntnis hat und sich sehr, sehr gut im Bergsport auskennt oder auch einfach viel schwerer klettert. Wenn er sich mal verklettert, nicht direkt schon über dem Limit unterwegs ist, dass er auch ordentlich wieder abklettern kann. Der Verunglückte war fit. Er hatte zwei Begleiter dabei, die die Ostwand wohl schon einmal bewältigt haben. Vorher hatte sich das Trio den Track aus dem Internet runtergeladen und Navigation hatten sie auch dabei und trotzdem ging's schief. GPS ist ja einmal die Frage vom Handy oder ein richtiges Gerät. Von der Genauigkeit ist ein großer Unterschied. Und dann hat man in der Senkrechten, der Watzmann ist zwar nicht senkrecht, aber doch sehr steil, ist die Ortung oft sehr ungenau. Weil es geht ja über Satelliten. Und dann genau den Punkt zu finden, das klappt in Holland auf der Ebene sehr, sehr gut. Ist man auf ein paar Meter genau, aber am Berg nicht. Die Erklimmung des Watzmann. Der 42-Jährige aus NRW kam dabei ums Leben.